Hallo und herzlich willkommen zu Dan of the Show. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Endlich lautet der Titel des Dokumentationsfilms, für den unser heutiger Gast äußerst positive Kritiken geerntet hat. Begrüßt mit Raffaella und mir Paul Scholte. Unglaubliche 18 Jahre alt ist unser heutiger Gast. Schön, dass du da bist, Paul. Hallo, freut mich. Ja. Paul ist ganz frisch in der Branche. Er dreht Filme. Er hat schon sehr, sehr viele Preise abgesahnt, in verschiedenen Ländern auch, darunter Frankreich, hier in Deutschland auch, Baden-Württemberg. Das waren, ich darf mal vorlesen, haben wir hier aufgeschrieben, das war einmal bester Film- und Publikumspreis zu dem Film 4,59. Dann hast du im Filmfestival in Saint-Mont in Frankreich auch für 4,59 hast du... Der lief da als deutscher Gastbeitrag. Also es war jetzt nicht im offiziellen Wettbewerb. Okay. Genau, da gab es jetzt keinen Preis in dem Sinn. Okay. In Frankreich gab es keinen Preis. Teilgenommen hast du trotzdem. Genau, teilgenommen, das ist ja. Schon mal gut. Und hilf mir mal weiter, das war die Biennale in Berlin im Februar. Genau, das war jetzt dieses Jahr. Mhm. Da haben wir es eben auch eingesandt. Und oft kriegt man auch negative Rückmeldungen von den Festivals, dass sie es gar nicht nehmen, weil die teilweise 600 Einreichungen oder so haben. Aber da kam dann irgendwann eine E-Mail, dass wir einen Preis gewonnen hätten. Und ich wusste erst gar nicht mehr, dass der überhaupt eingereicht habe. Also war recht unerwartet. Mhm. Genau, das war jetzt im Februar in Berlin, auch mit 4,59 eben. Auch mit 4,59. Um was geht es in 4,59 in etwa? Also wir haben den Film hier für Pforzheim, für den Wettbewerb im kommunalen Kino ausgedreht. Der Selbstgedrehte heißt der. Mhm. Und das Motto war letztes Jahr besser zu spät als nie eben. Und in dem Film geht es um einen Schuhverkäufer, der im Prinzip versucht, aus dem Alltagstrott so rauszukommen. Mhm. Und er schafft es aber nicht so ganz. Nebenbei hat er dann auch ein Drogenproblem und ja, Depressionen eben. Und am Ende fängt eigentlich sein Alltag wieder so an, wie es auch am Anfang vom Film gezeigt wird. Also, eher kein Happy End. Das ist irgendwie so ein Kreis. Ist genau, so ein Kreis, es läuft dann weiter. Also man kann sich das dann vorstellen, dass der nächste Tag dann wieder so läuft. Genau. Wenn man so jung ist, wo nimmt man dann so die Impulse her oder die Inspiration für genau solche Themen? Also bei dem Film war es jetzt so, da habe ich nicht das Drehbuch geschrieben. Das war ein Freund von mir, der David, auch aus meiner Schule. Der hat jetzt das Drehbuch geschrieben und das kann ich jetzt gar nicht genau beantworten, wo er den Impuls da jetzt hergenommen hat. Aber ich denke, persönliche Erfahrungen spielen da schon eine Rolle. Okay. Teilweise bei so gerade bei Drehbüchern eben. Mhm. Und ist natürlich auch eine kreative Arbeit. Man überlegt dann, was könnte zu dem Motto passen, wie verpacke ich das in 5 Minuten, dass es eben auch eine gewisse Dramaturgie hat, dass es nicht nur so vor sich hin plätschert. So. Genau, und dass man eben auch noch eine Message irgendwie mit oder ja, eine Aussage mit rüberbringt. Hm. Genau. Wie kam es eigentlich, dass du jetzt angefangen hast, Filme zu drehen? Gab es irgendeinen Auslöser oder kam es einfach? Also ich habe vor 3 Jahren so ein bisschen durch den BMX-Sport angefangen, so kurze Sportfilmchen oder Videos waren es eigentlich eher so 3 Minuten lang ungefähr. Das war jetzt auch inhaltlich keine große Geschichte, es war einfach nur diese Tricks im Prinzip und deshalb dann auf einen Song geschnitten. Mhm. Und so hat es dann angefangen und ich habe dann so vor 2,5 Jahren so Party-Videos bisschen, so kleine Auftragssachen und dann letztes Jahr 2014 dann meinen ersten längeren Dokumentarfilm, endlich, und währenddessen dann noch den 4,59 mit David, und so hat es dann richtig mit den Kurzfilmen eigentlich angefangen. Okay. Genau. Und ihr habt dann quasi auf diese vom kommunalen Kino, habt ihr dann drauf reagiert? Habt dann einen Film eingereicht? Also David hat mich eigentlich angeschrieben, da von jemand gehört hat, dass ich das auch mit dem Film so mache, und hat dann gemeint, ob ich da Lust hätte, mit ihm mitzumachen. Dann haben wir uns eben getroffen, haben dann mal geguckt, und das war dann auch der erste Wettbewerb, wo wir den 4,59 eingereicht haben. Genau, und das war dann... Und habt Erfolg gehabt, ziemlich großen. Ja, und danach ging es dann eben noch mit den anderen Festivals weiter, wo wir jetzt aber nicht geplant haben eigentlich davor. Ja, ganz beeindruckend finde ich zum Beispiel jetzt deinen letzten Film, den Endlich, der auch sehr, sehr gut angekommen ist. Da geht es um den Tod. Da hast du eine Dame begleitet, die Nahtoderfahrung gemacht hat. Genau, ja. Also, ja.
Ich habe also vor allem drei Protagonisten eben begleitet. Einmal die Dame mit dem Nahtoderlebnis, den ehemaligen Pfarrer Held hier in der Stadtkirche aus Pforzheim. Und dann noch eine Bestatterin aus Stuttgart. Und das sind eigentlich so drei, die stehen für die drei verschiedenen Bezüge zu dem Thema Sterben und Tod. Die Frau Rolf ist eben durch ihren Beruf damit konfrontiert. Der Held sieht es, oder der steht einfach für die theologische Seite, mehr oder weniger für die spirituelle Ansicht. Und die Elina Krüger mit dem Nahtoderlebnis erzählt es sozusagen aus ihrer persönlichen Perspektive oder wie sie es erlebt hat. Also sie steht eigentlich für das, für die Greifbarkeit des Todes. So. Sie war ja nicht ganz tot, aber eben fast. Und deswegen kann sie es auch ganz gut darstellen, wie es für sie eben war. Wie hast du diese Leute, also vor allem die mit dem Nahtoderlebnis, wie bist du auf die gekommen? Also auf die Frau mit dem Nahtoderlebnis bin ich durch einen PZ-Artikel gekommen. Da war ein Bericht über ihr Core-Projekt drin, das sie leitet. Und da stand in so einer Randspalte über ihr Nahtoderlebnis eine kurze Erwähnung. Okay. Und es war gerade zu der Zeit, als ich für den Film recherchiert habe. Da stand eine E-Mail-Adresse dabei und habe ich ihr eben mal geschrieben, habe so ein Konzept hingeschickt, was ich mir überlegt habe. Und dann gab es ein erstes Treffen. Wir haben eben mal so geredet, was meine Idee wäre. Und da hat sie sich dann eben das überlegen müssen. Und das hat dann auch so funktioniert. Mhm. Sie hat dann mitgemacht. Genau. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Film, ein sehr gelungener Film. Danke. Ja, auf jeden Fall. Also schöner kann man den Tod irgendwie gar nicht thematisieren, vor allem nicht so positiv. Also normalerweise haben viele Menschen ja Angst vor Tod und alles, was danach kommt, man weiß es nicht. Und du hast es sehr, sehr schön verpackt. Also es gehört zum Leben dazu. Und genau, das war eigentlich so die Intention hinter dem Film. Ja. Ich wollte es jetzt nicht traurig oder melancholisch unbedingt darstellen. Ich denke, es gibt eben auch noch die andere Sichtweise. Das ist natürlich immer traurig, wenn jemand stirbt, aber wenn man eben sich davor damit auseinandersetzt, ist man nicht mehr so unvorbereitet und das ist wichtig, denke ich. Mhm. Genau. Was ist denn euer nächstes Projekt? Also jetzt im Moment haben wir wieder einen Film gedreht hier für den Pforzheimer Wettbewerb, der ist eigentlich so gut wie fertig im Schnitt. Es sind nur noch ein paar ganz kleine Änderungen oder kleine Korrekturen. Dann haben wir jetzt am Wochenende den nächsten Kurzfilm abgedreht, der ist auch für einen internationalen Wettbewerb von einem Mikrofonhersteller. Okay. Das wird eher so was Action-Kampfszenen-lastiges. Von einem Mikrofonhersteller? Genau. Kann man sagen, wer das ist? Ja, also das ist von Rode, das ist eine australische Firma. Ja. Und da, also die Themenwahl ist frei. Es gibt dann eben verschiedene Kategorien, wo man Preis gewinnen kann. Einmal so Action oder bestes Schauspiel. Genau, das haben wir jetzt abgedreht. Da fangen wir morgen an zu schneiden. Und dann arbeite, das mache ich, die zwei Sachen mache ich mit dem David zusammen. Und ich alleine arbeite jetzt noch am Dokumentarfilm. Da geht es ums Thema eigentlich, was noch für neue Lebensmöglichkeiten im Alter möglich sind und was überhaupt Alter für die Person bedeutet, die immer als alt sozusagen abgestempelt werden. Also ab wann, ob man sich wirklich so fühlt oder ob das einfach nur so ein Stempel ist, den man aufgedrückt bekommt. Es geht vor allem eben um die Möglichkeiten, die man noch hat, aber es geht auch darum, was für Schwierigkeiten eben da auch existieren. Und ich denke, das wird im Juli fertig. Jetzt im Juli? Genau. Bewirbst du dich damit auch bei irgendwelchen Wettbewerben oder ist es der? Ja, das habe ich schon wieder vor. Also einmal in Stuttgart eben und auch noch bei anderen Dokumentarfilmen. Festivals, da gibt es ja einige in Deutschland. Okay. Genau. Ist es auch wieder ein Kurzfilm oder? Also ich würde jetzt eher von mittellangen Filmen sprechen, weil die angestrebte Länge er soll ungefähr 27 Minuten lang werden. Okay. Kurzfilm würde ich jetzt eher sagen, so bis 15 Minuten, da spricht man von Kurzfilm und das ist dann eher so mittellang irgendwie. Aber da gibt es auch keine so eine feste Definition. Okay. Genau. Das sind ja auch schon ziemlich intensive Themen, mit denen du dich dann fast Alter, Sterben. Ja. Hast du da irgendwie eine spezielle Verbindung? Oder? Also es hat auf jeden Fall dieses Thema Alter hat schon noch eine Verbindung zum Tod. Es war jetzt nicht geplant, dass da jetzt irgendwie eine Serie draus macht oder so. Aber man kann, also es hat schon, denke ich, damit zu tun, dass ich jetzt eben einen Film über das Thema Tod und Sterben gemacht habe, dass ich irgendwie immer noch damit so innerlich, dass es immer noch innerlich bewegt sozusagen. Und Alter, das finde ich eben auch sowas, das ist mir eigentlich auch relativ fremd als junger Mensch. Deswegen finde ich es eben auch interessant, da mal
so zu schauen, was es da eben noch alles gibt. Und gerade bei so Dreharbeiten bekommt man eben halt auch Einblicke und lernt neue Sichtweisen, die man sonst gar nicht sehen würde. Da man mit den Leuten auch zu tun genau. hat, die in der Situation sind. Genau. Und auch Sachen oder bestimmte Erfahrungen, wo ich davor gar nicht gedacht hätte, dass es das eben auch gibt, was man noch alles machen kann. Also die eine Dame, wo ich jetzt begleite im Film, ist jetzt 88 geworden und hat jetzt spielt noch Theater okay. in einer Seniorentheatergruppe und hat aber erst mit 83 angefangen. Also hat noch okay. ganz spät, sage ich jetzt mal, noch ein neues Hobby angefangen oder Zugang gefunden. Mhm. Genau. Und das finde ich halt eben spannend. Dass es nicht nur ist, man sitzt dann ab, vielleicht sitze ich nur noch auf der Parkbank und wartet irgendwie, dass man wartet, dass die Zeit rumgeht, sondern dass man da eben auch noch aktiv ist. Und die andere Seite sind natürlich auch Schwierigkeiten, wo es eben auch gibt. Okay. Das gibt es natürlich auch bei so Menschen, wo so aktiv sind, immer mal. Mhm. Ja. Darf man fragen oder darf man wissen, wie denn der Film heißen wird? Also der Titel steht jetzt noch nicht fest, aber es gibt so verschiedene Ideen. Das eine, also die eine Idee ist eigentlich ein Zitat von der einen Dame, das ist dann irgendwann mal bei Dreharbeiten diese Aussage gefallen, die Art of Aging. Mhm. Oder eben so ein bisschen frischerer Titel wäre Alter, was geht so. Also das ist ja auch eine Doppeldeutigkeit. Ja. Bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass komplett was anderes wird. Ich fand den letzten ganz nett. Oder vielleicht auch so ein Übertitel und dann noch eine kleine Ergänzung okay. unten drunter. So. Und das kann ich mir auch vorstellen. Also so, das sind Ideen bis jetzt. Und im Juli soll der jetzt diesen Jahr rauskommen? Das wird auch wieder im kommunalen Kino sein. Hier in Pforzheim oder bist du auch anderen? Also die Premiere ist hier in Pforzheim und danach gucke ich dann eben, in welcher Form ich das weiter vermarkten oder in andere Kinos bringen kann, beziehungsweise Festivals. Ja, genau. Ja, wir wollen auf jeden Fall dranbleiben und wir sind gespannt auf deine Premiere im Juli. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Genau, das wird dann ja auch öffentlich gemacht. Super. Du postest das auch an Facebook oder hast du eine Homepage schon? Nee, auf Facebook. Und es wird halt im Kinoprogramm drin stehen. Mhm. Ich denke auch, dass es da eine Pressemeldung nochmal gibt dazu. Genau. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich freue mich, dass du da warst, Paul. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank.